hat er vielleicht schon gehört, dass Sie vom Alexanderufer erst losgelaufen sind. Deswegen haben wir auch so lange noch gewartet mit der Musik und deswegen jetzt das politische Programm. Bitte schön. Erstmal danke an alle, die hier mit tollen Transparenten gekommen sind. Ich habe auf dem Weg hierher gelesen, keine Cheat-Gerichte, denn Cheaten heißt bescheißen und betrügen, das wollen wir nicht. Und ich habe gelesen, TTIP macht schlank bis zum Hungertod. Und ich habe gelesen, Freihandel tötet. Und ich habe gelesen, yes, we can, stop TTIP und CETA. TTIP ist Mist, so hat sich jemand hier vorne ganz, ganz kurz zusammengefasst. Ich danke auch an alle trojanischen Pferde, an alle Pleitegänger, die hier die uns hier zeigen, was hier auf uns zukommen kann. Also danke, dass ihr alle dabei seid. Es ist unvorstellbar, wie weit ich sehen kann, wie viele Leute hier sind. Aber jetzt hören wir noch mal ganz genau, warum wir hier sind. Yeah. Yeah. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat sich schon mit einem Kurswechsel in der europäischen Handelspolitik auseinandergesetzt, sich dafür ausgesprochen, da konnten andere TTIP noch nicht mal buchstabieren. Und ich freue mich, dass so viele Kollegen und Kolleginnen hierher gekommen sind, von DGB, von Verdi, von vielen anderen Gewerkschaften. Seid mal laut! Wer ist hier? Alle, die hier in der Gewerkschaft sind, mal laut geben! Den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann. Könnt ihr mich hören? Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist beeindruckend, dass so viele Menschen heute nach Berlin gekommen sind. Ein herzliches Willkommen! Viele von euch sind schon seit gestern unterwegs, haben viele Stunden Anreise hinter sich. Die Anstrengung hat sich gelohnt. Mehr als 250.000 sind heute nach Berlin gekommen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Und es ist klasse, dass so viele unterschiedliche Gruppen heute zusammengekommen sind. Allein 35 Organisationen gehören dem Trägerkreis an. Auch dafür herzlichen Dank. Wir wollen ein klares Zeichen setzen für fairen, für gerechten Handel. Es muss Schluss sein mit der grenzenlosen Deregulierung. Wir fordern hohe Standards zum Schutz unserer Umwelt, hohe Standards für den Verbraucherschutz, kein Abbau von Arbeitnehmerrechten, auch nicht durch TTIP. Gewerkschaften sind nicht gegen internationalen Handel, auch sagen wir nicht naiv, Globalisierung ist Mist. Aber wir wissen, viele Millionen Arbeitsplätze in Deutschland, in Europa, in den USA und anderswo hängen vom internationalen Handel ab. Durch die Globalisierung wächst unsere Welt immer stärker zusammen und hat Tausende von Jobs geschafft. Das ist gut so. Nur die Früchte der Globalisierung, die Gewinne der Globalisierung sind immer ungleicher verteilt. Deshalb brauchen wir eine neue, eine andere Handelspolitik, die Wohlstand, Gerechtigkeit und menschenwürdige Arbeit in den Mittelpunkt stellt. Daher fordern wir zusammen mit den amerikanischen Gewerkschaften
kein Freihandelsabkommen ohne Anerkennung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation. Jeder Mensch muss das Recht haben, einer Gewerkschaft beizutreten. Jeder Arbeitnehmer muss in Tarifverhandlungen für gerechte Löhne kämpfen dürfen. Und Frauen und Männer müssen gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist keinesfalls selbstverständlich. Nicht in den USA und nicht überall in Europa. Daher fordern wir mit unseren amerikanischen Kolleginnen und Kollegen Schluss mit den gewerkschaftsfeindlichen Gesetzen in 25 Bundesstaaten der USA. Diese gehören abgeschafft und zwar sofort. Welthandel funktioniert nicht ohne starke Arbeitnehmerrechte. Mein Kollege Richard Trumka vom amerikanischen Dachverband der Gewerkschaften hat mir für heute folgende Botschaft übersandt, die ich euch mitteilen soll. Er sagt, wir werden nicht zulassen, dass multinationale Firmen Rechte und Standards untergraben, für die wir so hart gekämpft haben. TTIP wird entweder ein Abkommen für alle Bürger oder wir werden es verhindern, dass es überhaupt ein Abkommen gibt. Da hat er recht, liebe Freunde. Und es muss Schluss sein. Es muss Schluss sein mit der Geheimdiplomatie. Es muss Schluss sein mit Verhandlungen hinter verschlossenen Türen. Die EU-Kommission hat die Tür einen kleinen Spalt geöffnet. Das ist gut so, aber das hat sie, das wissen wir, das hat sie nicht freiwillig gemacht. Ohne unseren Druck, ohne unseren Protest wäre gar nichts passiert. Das reicht bei weitem nicht aus. Wir fordern die Kommission auf, machen Sie alle Türen und Fenster weit auf. In Demokratien darf es keine Geheimverhandlungen geben. Gemeinsam werden wir für noch mehr Transparenz sorgen. Gar nicht geht. Das wisst ihr. Das sind private Schiedsgerichte mit Sonderklagerechten für Investoren. Auch hier haben wir mit unserer Kritik, die auch von vielen Unternehmen geteilt wird, einen ersten Teilerfolg erzielt. Die neuen Vorschläge der Kommission zur Einrichtung einer öffentlichen Handelsgerichtsbarkeit gehen in die richtige Richtung. Aber wir müssen weiterhin fragen, brauchen wir zwischen entwickelten Rechtsstaaten spezielle Klagerechte für private Investoren? Das verträgt sich nicht. Nicht mit unseren Vorstellungen von Demokratie, liebe Freundinnen und Freunde. Was wir brauchen, sind endlich wirksame Klagerechte für Arbeitnehmer und Gewerkschaften, wenn soziale Grundrechte missachtet werden. Dafür setzen wir uns gemeinsam ein, liebe Kolleginnen und Kollegen.
deutlich, entgegen allen falschen Unkenrufen, unser Protest ist nicht nur ein deutscher Protest. Alle Gewerkschaften in Europa, die im Europäischen Gewerkschaftsbund zusammengeschlossen sind, sind sich einig. Und das sind immerhin 60 Millionen Menschen. Die öffentliche Daseinsvorsorge muss vor grenzenloser Liberalisierung und Privatisierung geschützt werden. Dazu gehören die öffentlichen Bildungsbereiche, die Wasserversorgung, unsere Infrastruktur und vieles mehr. Die Gewerkschaften in Europa sagen, das Vorsorgeprinzip beim Verbraucher, beim Gesundheits-, beim Umweltschutz muss gesichert werden. Unser Rechtssystem verträgt sich nicht mit amerikanischem Nachsorgeprinzip, an dem ganze Anwaltsindustrien sich dumm und dusselig verdienen, Kolleginnen und Kollegen. Und was auch gar nicht geht, dass die Kommission uns weismachen will, das Handelsabkommen mit Kanada sei nicht mehr zu verändern. Wir sagen Nein zum CETA mit privaten Schiedsgerichten. Und wir kooperieren eng mit unseren kanadischen Schwestergewerkschaften. Larry Brown war heute Morgen hier und hat klargemacht, dass Wahlen in Kanada in wenigen Tagen stattfinden. Das ist eine große Chance. Danke, Larry, dass du den weiten Weg von Kanada zu uns nach Berlin auf dich genommen hast. Danke für deine Solidarität. Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es in Kanada zu einem Regierungswechsel kommt und es sieht gar nicht so schlecht aus, dann wird eine neue Regierung unter Beteiligung der kanadischen Sozialdemokraten CETA nicht ratifizieren. Drücken wir Ihnen die Daumen dabei! Und noch eine Botschaft an die Handelskommissarin in Brüssel, Frau Malmström. Sie hat die TTIP-Kritiker zum Eis eingeladen. Wir werden kommen, aber nicht zum Eisessen, Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Frau Malmström nicht endlich unsere Botschaft versteht, dass wir uns für fairen Handel einsetzen, dann machen wir uns auch, wenn es notwendig ist, auf den Weg nach Brüssel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb meine Empfehlung an die Kommissarin: Stellen Sie sich an die Spitze für einen gerechten Welthandel für alle, für Unternehmen und vor allem für die Menschen. Für die Menschen. Unser Protest ist notwendig und wichtig. Aber wir wissen auch, Protest allein reicht nicht aus. Wir müssen uns mächtig anstrengen, wenn wir für einen fairen Welthandel kämpfen. Wir haben Alternativen für mehr Gerechtigkeit, für eine bessere Umwelt und für nachhaltiges Wirtschaften. Dafür kämpfen
kämpfen wir, dafür streiten wir, für bessere Alternativen, für eine gerechtere Welt, für alle und nicht nur für wenige. Wir haben nur die eine Welt. Lasst uns sorgsam damit umgehen. Nochmals vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Glück auf!